Dr. Victor Forrest ist ein Kryptowissenschaftler, der seine Frau einfror, um sie vor einer seltenen Krankheit zu schützen. Er wurde jedoch im Labor verwundet und kann seitdem nicht außerhalb einer Unter-Null-Umwelt überleben. Als der von Wut gegen alle Menschen besessene Mr. Fuys benutzt er gefrorene Waffen in seinem Kampf gegen Gotham City und trägt einen Kühlanzug, was ihm beeindruckende Kraft gibt. Hm? Was ist denn da los? Oh. Wäre nice. Eine eisige Begrüßung. Ja, wir haben den Springanzug, ne, da hinten, weil hier bräuchten wir mehr, aber hier können wir was bauen. Ich glaube, der Typ da hinten im Fragezeichen ist einer für Dr. Wood. Für Mr. Wood, la, so was ich weiß. Wie man eben schon kurz gesehen hat. Aber es wird doch vielleicht das Spiel auch verraten. Wenn ich denn mal zu Ende bauen dürfte. Ja, da unten gestört werden. Hallo, sag mal. Ist mal gut. Und diese Mr. Whitler-Schläge. Eigentlich nur, wenn es im nächsten Anzug fest hat, wer ich genau was der kann. Hallo? Ja, ja, schon so ein Freizeichen in meinem Kopf. Alter, ist mir gut. Junge, bist dich doch. Ja, ich auch. Gibt es irgendwo eine Quelle oder so? Will mir das in Ruhe angucken. Was denn? Erzähl mir was dazu. Okay, dann werde ich damit interagieren. Wie gesagt, so wie es aussieht, ist das wohl eine Sache für ein Minikit, die man aber erst mit Dr. Whittler regeln kann. So. Oh, da kommt noch zu. Danke! Scheiß Ernst. Meine Güte. Ist ja nervig. Piss dich. Dann werfen. So. Ich das auf, ohne wieder gestört zu werden. Alter. Wollen die reingehen, ne? Die kommen noch nicht rein. Hier ist ein Schalter. Ah, okay. Erstmal lege ich den Schalter um. Und dann weiß ich schon, was Phase ist. Das ist nämlich sein Magnetanzug. Ich habe mich ja gerade gefragt, was der kann. Das war der Magnetanzug, genau. Weil, wie eben schon kurz Tipp zu lesen war. Vor allem, wenn ich anfange, auf den Sack zu gehen. Wie eben gerade schon kurz Tipp zu lesen war. Ist das nicht Wormans Magnetanzug hier? Und mit dem kann ich die Wand aufnehmen. Den kann ich mir jetzt anziehen. Dann kann ich die mit wegtreten, wir sind auf den Sack gehen.
welches Spiel damals denkt, weiß ich nicht. Gehen wir uns. Ah, und ja, wahrscheinlich mal, genau. Der hat sich wieder umgeschaltet, das heißt, muss wahrscheinlich. Danke, dass du wieder runterläufst, du Affe. Ich hab dich genau da oben gebraucht, aber ich muss wahrscheinlich genau den hier ziehen. Und damit wollen wir noch brauchen und den anderen. Ja, genau, und die gleichzeitig ziehen, deswegen weiß ich nicht. Was ich dabei denke, einfach gleich wieder runter zu springen, wenn ich wechsle. Weil die müssen bei der gleichzeitig betätigt werden. Ich glaube, ich spring gleich wieder. Danke! Pisst euch doch mal! Meine Güte! Lauf doch hoch. Ach, jetzt. Warte mal. Anscheinend habe ich das auch schon richtig gemacht. Das funktioniert wohl doch nicht so richtig. Anscheinend müssen die beiden gleich vorhaben. Okay, gut. Jetzt muss ich jetzt nicht. Und ich jetzt ein bisschen. So nervig hier. Einer. Wir haben sowieso was. Also. Na. Jetzt anscheinend den Anzug. Für Batman diesmal. Hier gibt's auch keine nervigen Schläger gerade, weil die stehen da drüben. Und hier gibt's einen Drehschalter. Genau. So, dann holen wir erstmal den Anzug Batman. Batman kann mit dem Gleiteranzug durch die Lüfte gleiten. Ah, genau. Vorher muss ich aber hier runterlegen. Ja. Und dann kann ich hier rüber gleiten und ihm die Brücke zu holen. Ja, zack. So, ich hänge nicht die Brücke. Zack. Und dann muss man an und dann fällt sich auch wieder die Brücke aus. Ah, da sind wir eigentlich. Ach, ist so schön. Dazu machen wir auch nichts aus. Nee, jetzt wahrscheinlich bin ich so was. Hier kommen wir so nicht weiter, aber ich sehe schon mehr Leute anlaufen und so. Den Hümmer zu bauen. Wahrscheinlich eine Leiter, um da nach oben zu kommen. Oder halt eine Brücke. Eine Treppe. So. Eine Treppe. Die Treppe. Dann ich nehme jetzt mit Batman auf. Traumend springt automatisch auf den anderen. Und schon deaktiviert sich der Eisstreich. Zack. Ja, und hier können wir dann außen rumlaufen. Warum ist so doof und fällt runter? So. Und dann kann Robin nämlich jetzt hier mit dem Magnet ans Klo hoch. Man kann sich jetzt mit dem Interrupt Nero spielen. Okay. Können wir das hier? Wie sucht er? Ja, jetzt ist man nicht. Oder wie erzählt man nicht, wenn er sucht? Wahrscheinlich so eine große Liebe oder so. Keine Ahnung. Na so, dann kann man. Ich weiß nicht wen. Gehen wir noch einmal. Zack. Dann gehen wir wieder hoch. Dann schlopp ich die Tim hier mal kurz um. So.
Ich meine, was ist das? Okay, jetzt sind schon Tierwörter weiter rübergekommen, anscheinend noch nicht. Weil die Waffe muss wahrscheinlich jetzt aktiviert werden. Das klettern wir jetzt runter. Gucken wir mal, was wir unten finden. So wie es aussieht, können wir irgendwas aus den Teilen hier zusammenbauen. Ja. Das will ich mal runter. Was brauchen wir jetzt? Was? So. Ich in die Kiste, die ich runterschmeißen kann. Zack! Aus dieser Kiste kann ich dann wieder was Neues bauen. Nämlich das, was hier fehlt. So, jetzt sollte das Ding bloß noch wieder zurückkommen. Zack! Zack! Und wir drüben. Und hier finden wir. Rauflaufen. Und hier ist ein Schalter versteckt, der die Tür öffnet. Ja, ich muss Batman wahrscheinlich wieder drüber gleiten. Könnte ich wetten. Sieht nicht so aus. Mach gleich. Sich hier hochspannen. Ah, er muss den wahrscheinlich rüberdrehen, ne? Wie es aussieht, ja. Achso, hier ist wieder ein Drehschalter und damit dreht er ihn rüber, ne? Ja, damit dreht er ihn rüber. Mhm. Okay. Dagegen. Ach. Ah, oh, jetzt muss ich ihn wieder. Ja, schön. Ah, okay. Ja, jetzt zieht sie einfach wieder hoch. Der Computer ist doof voll. Ich will dann gar nicht wieder zurück. Ah, jetzt habe ich den Computer auf. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich da drauf. Ah, genau. Hörst du bitte so und dir sein Nordhoppler? Hallo? Ist das jetzt ein... Tschüss. Kompliziert ist, weil ich irgendwie nur über den Controller verlassen kann, warum ich nur, aber ich hab's wieder. Und damit hin, zurück und wir können weiter. Ah ja, ich verstehe schon, was ich sage. Ja, warum war sie doch dafür? Ja, wenn man meint hat, die KI ist noch nicht die intelligenteste. So. Weg mit dir. Okay. Wie kommen wir da jetzt weiter? Ja, ein bisschen klein, das ist vorne. Ich bin jetzt passiert. Ach, die Treppe. So, aber ich kann mich hier reinsetzen. Ich könnte bestimmt irgendwas abbauen. Was bringt mir das jetzt? Kannst du das mal einfällen damit? Hallo? Mann! Nein, Junge! Ich bin
spät ist, sowas wie. Ah. Jetzt kann ich da rüber, ne? Ja, jetzt kann man rüber. Ah, so, okay. Das ist bestimmt. Kommt man da. Einmal kurz weg und wird hier gleich die ganze Zeit umgeprügelt. Was soll der Scheiß? Ja, sind Münzen weg? Sind wir sehr ein behindert oder so? Ja, ins Höhen geschissen. Muss höher. Muss jetzt hoch und ins Höhen. Zurück. Zack. Ja, hoch hier. Hier geht's nicht weiter. Nett, das gesehen zu haben. Der wird laut ab. Aber ich dachte, Freeze ist da. Eisfahrerin. Ah. Kaufst du noch? Dann kann ich noch Eis. Ich kann auch nicht so viel fangen. Ich kann das nicht schön machen, Alter. Hör doch mal auf damit, Junge. Ja, wo soll ich genau reinlaufen? Nee, kommt doch nicht hoch. Was jetzt? Jetzt los. Piss dich doch mal. Mit dieser Schlägertür. Wie soll ich schauen? Thank you.
Ja, jetzt schon weiter. Was sieht aus? Herz. Achso. Schmerz. Jetzt hat er auf einmal Schaden. Ja, dann muss er nicht zu frieren. Ja, jetzt währenddessen. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Also, warte, bis ich soweit bin. Gesagt, weg mit euch. So, warum taucht sie wieder auf? Geisterabzug, Blätterabzug, Magnetabzug.